Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heutige Sendung dürfen Sie erwarten, mal zu erfahren, was eigentlich ein Redoxpotential im Wasser bedeutet und inwiefern Wasserstoff im Wasser drin einen entscheidenden Vorteil sein kann für unsere Gesundheit. Also bleiben Sie dran. So, lieber Erich Meidert alias Mr. Water, herzlich willkommen bei uns im Studio. Danke. Servus. Ich möchte mit dir wirklich über dieses Wort Redox reden, weil es gibt immer wieder Leute, die sagen, oh, du musst ein Redoxwasser trinken mit Minusredox. Und ja, was heißt das eigentlich? Was bedeutet Minusredox? Ist ja ein Wortbegriff, Re und Ox. Reduzierend und oxidierend. Oxidierend, kannst du dir vorstellen, ja. Apfel auseinandergeschnitten, ja. Fault. Also oxidiert heißt, das ist eigentlich eine positive Ladung. Eisen zum Beispiel oxidiert, wenn es rostig wird. Jawohl. Zum Nageln. Genau. Gut. Und reduziert heißt, einer gibt Elektronen ab und der andere bekommt's. Mhm. Und der Redoxwert ist halt nichts anderes als der Wert. Habe ich praktisch Elektronenüberschuss oder Elektronenmangel. Und Elektronenmangel ist oxidiert. Mhm. Und Elektronenüberschuss heißt reduziert. Reduziertes Wasser. Kann man auch einen anderen Begriff nehmen? Elektronendefizit ist Säure. Ja. Und Elektronenüberschuss ist basisch. Ja, grob bei Ernährung schon. Bei der basischen Ernährung kann man das sagen. Also bei grünen Gemüse, Obst und so, da kann man das schon sagen. Ja. Dann schauen wir uns kurz diese Folie an, wo wir da mitgebracht haben. Hier haben wir zwei Wässerchen. Links steht ein Wert von minus 459 und rechts ein Plus von 252. Rechts ist das Münchner Leitungswasser. Was heißt ein Plus von 252? Ja, also ganz grob gesagt, der Elektronenräuber. Es gibt ja keine Lebensenergie. Es gibt ja Nässe, es gibt ja Feuchtigkeit und hat auch wichtige Funktionen. Mhm. So ist eigentlich jedes Wasser. Das Geheimnis von Lourdes, von diesen weltberühmten Wässern, ist halt einfach, dass man da festgestellt hat, also in Deutschland ist es einzig Nordenau. Da war ich droben, aber auch nicht immer Nordenau. Das hat so verschiedene Gesteinsschichten. Und da ist ab und zu, in Bayern sagt man Dirm, manchmal, ist das Wasser dann, hat einen negativen Redoxwert. Ja. Das muss man so sagen. Das und heißt, es hat einen Elektronenüberschuss und wäre eigentlich ein Beitrag für unsere körpereigene Energieversorgung. Es gibt uns Energie. Strom. Es gibt uns Strom. Gut. Das heißt, diese Plusladung, wenn wir nochmals schauen, vom Münchner Leitungswasser, das ist jetzt ein Stromfresser. Ich trinke dieses Wasser und es raubt mir Elektronen. Wie jedes Wasser. Raubt Elektronen. Wie gesagt, man darf Wasser nicht sagen als Elektronenräuber, aber grundsätzlich geht es halt um diese höchste Form des Wassers, nämlich dass Wasser auch Elektronen gibt, diese Wunderheilungen. Da gibt es im Internet ein spektakuläres Video über Tlacote in Mexiko. Und it's a miracle water. Also ganz eine tolle Stimme hat der. Und da passieren halt diese Wunder. Und bei Lourdes gibt es ja auch diese sogenannten Wunderheilungen. Und da misst man auch, dass der Redoxwert negativ ist und freien Wasserstoff hat. Man muss sagen, es ist immer noch der große Diskussion, was ist wichtiger, der Redoxwert oder der freie Wasserstoff. Für mich ist beides gleich bedeutend. Ich kann das Millivolt, halt den Redoxwert, leichter messen. Der Wasserstoff zu messen ist sehr schwierig, sehr umstritten. Und da zahlst du mal 15.000 Euro für ein Gerät. Also grundsätzlich Wasserstoff hergestellt, ganz frisch getrunken, müsste dieselbe Wirkung haben wie der Redoxwert. Also Redoxwert heißt jetzt, und da muss man sagen, das Münchner Leitungswasser muss ich verteidigen, jedes Wasser wird plus 250 haben. Praktisch jedes, was normal aus der Leitung kommt, aus der Flasche. Übrigens habe ich noch wichtig für die Leute, warum viele Leute, das hat mein Labor jetzt gesagt, mit dem ich seit 14 Jahren zusammenarbeite. Der hat gesagt, Erich, weißt du eigentlich, dass in diesen Wasser, in PET-Flaschen, das Wasser gar kein Sauerstoff mehr drin ist? Du hast normal 6-7 Milligramm Sauerstoff im Leitungswasser, aber in diesen PET-Flaschen, die du in der Tankstelle oder so kaufst, da ist der Sauerstoff sogar raus. Drum hast du überhaupt nicht dieses Gefühl. Aber das nur nebenbei, kann ich warnen vor Wasser, weil momentan läuft ja so eine Kampagne der Mineralwasserfirmen, die das Leitungswasser schlecht machen wollen. Und das ist ganz eine üble Nummer, weil die natürlich ihre 15 Milliarden Liter, wo sie letztes Jahr verkauft haben, wieder steigern wollen und ein bisschen Stagnation. Jetzt machen die das Leitungswasser schlecht. Leitungswasser hat eigene Probleme.
Mineralwasser hat eigene Themen und ich kann nur sagen, beim Mineralwasser ist dieser Millivoltwert oft noch viel höher, also auf plus 400. Das heißt, das ist wirklich ein Elektronenräuber. Aber jedes Wasser hat eine Plusspannung. Wir haben letztes Jahr 3700 Wasserproben gemacht und natürlich rufen mich die Leute an und sagen, ja, der Millivoltwert ist im positiven Bereich. Und warum kriege ich da eine 4, also eine mittlere Bewertung? Weil ich sage, liebe Leute, wir wollen euch nur sagen, man könnte es auch noch auf minus 400 bringen. In dem Fall, wir sprechen vom Optimum. Ich sage nicht, was der Gesetzgeber, sondern was ist gut für meine physische Gesundheit. Das interessiert mich. Und da weise ich nur darauf hin, Leute, man kann es noch besser machen. Weil die Leute, sag ich mal, 99%, 95% haben überhaupt keine Ahnung von Wasser. Null. Weil du hast Leitungswasser, Mineralwasser, Filterwasser, basisches Wasser, bla bla bla. Und alles, was von den Bergen kommt, ist frisch und gesund. Das lernen wir so ein bisschen. Ja, genau. Freut sich nicht mal der Hund. Mhm. Frisch und gesund. Reimt sich. Nee, also dieser Wert zeigt an, links minus 459 Millivolt, das heißt, du hast hier einen Elektronenüberschuss. Dieses Wasser hat freie Elektronen, was für dich, wenn du es trinkst, freie Elektronen bietet und damit auch deine Übersäuerung neutralisiert und auch freie Radikale neutralisiert, und zwar schädliche. Und das Rechte ist von den Elektronen wirkungslos. Es ist immer gut, Wasser zu trinken, auch dieses rechte Wasser zu trinken, weil Wasser ist an jedem Stoffwechsel beteiligt und wir sprechen ja von Dehydration als der Mutter aller Krankheiten. Aber worüber wir zwei uns unterhalten, das ist Champions League. Das ist das höchste Niveau, das ich in 25 Jahren jetzt gefunden habe. Und das höchste Niveau heißt sauberes Wasser, hochenergetisiert, natürlich mit diesen schönen Kristallen und messbaren so wie hier, messbaren Strom und messbaren anderen vielen messbaren Dingen. Es geht mir um die Messbarkeit, nicht um irgendwelche Vermutungen, sondern was ist messbar? Und messbar kann man natürlich bei uns 50 verschiedene Dinge machen. Und in dem Bereich muss ich halt das rechte Wasser insofern in Schutz nehmen. Das ist normales Wasser. Das Wichtigste für einen Menschen ist Wasser trinken. Je sauberer, umso besser. Aber die höchste Form ist natürlich, wenn das Wasser mir Energie gibt, mir Kraft gibt und, ich sage es einfach, vielleicht darf ich es gar nicht sagen, therapeutisch wirksam ist. Und das habe ich heute jetzt in 15 Jahren, wo ich das Wasser mache. Und seit 6 Jahren machen wir das Thema mit diesen Minuswerten. Da haben wir so viele Feedbacks bekommen, dass es schon direkt beängstigend war. Und darum haben wir auch zellbiologische Studien in Auftrag gegeben oder andere praktische Versuche gemacht. Zum Beispiel machen wir eine Folie, das baue ich selber nochmal weiter. Das da. Da habe ich nochmal eine Folie weiter. Ja, genau. Erstmal die linke Folie. Nochmal eins zurück, bitte. Da siehst du, ich bin zum Arzt gegangen. Das ist ein klassischer Arzt. Der Name steht, glaube ich, gar nicht drauf. Aber zu dem bin ich gegangen, der hat die Kirlian-Fotografie gemacht. Und der ist zu mir gekommen und gesagt, oh, Erich, du hast einen Burnout. Du musst 3 Wochen mindestens in Urlaub gehen, weil dein Chakra hier, das läuft völlig aus dem Ruder und du bist ausgebrannt. Dann habe ich gesagt, nee, pass auf. Ich trinke jetzt einen halben Liter Wasserstoffwasser auf Ex. Als Bayer musst du einen halben Liter immer muss drin sein. Also trinke ich einen halben Liter. Gesagt, und jetzt messen wir in einer halben Stunde. Dann hat er gesagt, nein. Also, aber in Bayern heißt, wer zahlt, schafft auch. Also ich habe gesagt, nee, ich will das einfach wissen. Und jetzt machen wir einfach, ich trinke das Wasserstoffwasser und eine halbe Stunde später messen wir bitte wieder. Kirlian-Fotografie in Russland anerkannt, wissenschaftlich, schulmedizinisch, bei uns natürlich noch nicht. Aber, und dann siehst du die zweite Folie jetzt, wo man sieht, und dann, sieh an, ein Miracle. Ich bin komplett im Ausgleich gewesen. Und da hat's ihn umgehauen und dann hat der Arzt gleich meinen Lurkgenerator behalten. Mhm. Habe ich gesagt, da, komm, behalt ihn. Also das ist die Wahrheit. Mhm. Und so wirkt es. Genauso hier sieht man das auch nochmal. Das hat ein anderer gemacht, das war ein anderer Arzt. Der hat auch wieder Kirlian-Fotografie gemacht. Und da siehst du links, da kann man praktisch die ganze Aura messen. Und auf der linken Seite, wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass hier die ganze Aura, also alles, was du umgibst, dir begegnen oft Leute. Und die sind physisch, schauen die ganz normal aus.
Und dann merkt man aber, irgendwie ist der nicht so gut beieinander. Der strahlt es ja irgendwo aus. Und die Menschen, man muss sagen, bei Aura ist es ja so, du begegnest dir nie, du hast immer einen gewissen natürlichen Abstand zueinander. Und so können hier diese, also ich erkläre das sehr, sehr vereinfacht, damit die Leute sehen, okay, bei dem, der hat ziemlich viele Einschläge in seinem ganzen Körper. Man könnte auch diese Krankheiten zuordnen, zum Beispiel im Bereich Oberschenkel, im Bereich von der Hüfte. Ach, jetzt sehe ich es aber eher. Ah, das ist ganz minimal. Es ist der, ja, ja. Die rechte Seite hat allem ein bisschen mehr, also, Licht. Das linke Bild rechts unten ziemlich. Ja. Da siehst du schon, dass hier ganz dünne Schicht ist. Mhm. Also der hat keine Schutzschicht mehr, der hat keine Energie. Der da, wenn irgendwas kommt, da wird er zuerst krank werden. Mhm. In diesem Bereich. Das ist sein empfindlichster Bereich. Und es geht ja nur darum, dass ich mein Immunsystem stärke, dass ich zum Beispiel, wenn es recht regnet, und dass ich nicht krank werde. Und das heißt ein starkes Immunsystem, eine starke Vitalität. Und die kann ich halt an Kilian messen. Und da sieht man jetzt auf der linken Seite, das ist schon ziemlich angegriffen. Und dann, glaube ich, 4 Wochen später hat er dasselbe nochmal gemacht und da siehst du hier eine wesentliche Stärkung. Mhm. Und er hat mir dann noch andere Bilder auch gemacht. Mhm. Gibt's, glaube ich, kann man noch eins weitergehen? Nochmal weiter. Genau. Und da sieht man das zum Beispiel, das hat er im Oktober 16 gemacht und dann später. Und da siehst du eine Flexibilität, also der Muskeltonus ist um 12% gestiegen, die Dynamik um 40% und um 10%, da hat er einen zweiten gemacht, und der Muskeltonus, überall Steigerung, überall mehr Vitalität. Und ich kann das halt von mir deshalb sagen, wie gesagt, ich schaue mir das immer an. Stressindex ist auch wichtig, das heißt, du bist nervlich nicht mehr so angreifbar. Mhm. Dir geht vieles auf Deutsch am Hintern vorbei. Mhm. Du hast einfach mehr Energie, mehr Kraft und ich sehe es halt bei mir, ich gehe leidenschaftlich seit über 30 Jahren ins Fitnessstudio und ich sehe es halt jetzt, dass ich dieselbe Kraft habe wie vor 30 Jahren. Ich mache mein Bankdrücken, ich gehe rein und stemme immer zwischen 22 und 30 Tonnen, stemme ich in einer Stunde. Also verschiedene Gewichte und so, ich übertreibe es nicht, aber es macht mir eine Riesenfreude. Und da sehe ich halt an diesen Ergebnissen, es wirkt. Und wenn ich es heute mal, jetzt war ja diese lange Pause mit dem Lockdown, und dann bin ich jetzt ins Fitnessstudio und noch dreimal bereits habe ich schon wieder meine alten Gewichte gehabt. Und das ist schon sehr erstaunlich. Aber wie gesagt, ich nehme halt sehr viel Wasserstoff. Ich trinke halt diese 3 Liter am Tag. Und das ist halt wiederum ein weiterer Beweis dafür. Ich glaube, an dieser Stelle wäre es ganz gut, wir würden mal das Video zeigen, was du mitgebracht hast über diese Studie, wo du im Labor gemacht hast beim Professor Dartsch. Ja. Ich würde das jetzt schnell einspielen, aber erklär mal schnell, was eigentlich hinter dieser Studie steckte. Was wolltet ihr eigentlich feststellen? Und ich schalte in der Zwischenzeit das Video an. Ja, wir haben die letzten Jahre halt immer wieder ganz enorm Feedbacks bekommen von den Kunden. Immer wieder. Ups. Wow. Ja, das kann man nicht so spielen. Mit Ton. Ja, ja, klar. Okay. Haben wir das groß. Also wir haben immer wieder Feedbacks bekommen und der Professor Dartsch macht wissenschaftliche Studien. Ich sage, wenn du mit dem Professor Dartsch sprichst, versteht kein Mensch, wie er schreibt, aber es ist einfach wissenschaftlich. Und das ist für mich ganz entscheidend gewesen. Und diese Studie geht an Nierenzellen, weil die Leute immer wieder von wahnsinnig schneller Regeneration sprechen. Und ich habe über meine privaten Beziehungen Leute, die Dialysekliniken haben. Und mir liegt es halt am Herzen, das jetzt irgendwo nachzuweisen. Und da sieht man ja praktisch das Verhalten von Nierenzellen. Der Professor Dartsch macht ja auch mit dir Sendung und das wäre vielleicht interessant, wenn er das mal nochmal interpretiert. Für mich persönlich ist nur wichtig, wirkt's, wie stark wirkt's und habe ich diesen wissenschaftlichen Nachweis. Man kann es bei uns auf der Homepage nachlesen. Ich versuche halt nur, dass ich's. Das hat er jetzt 12 Stunden Aufnahme gemacht mit Nierenzellen, wie schnell die praktisch zusammenwachsen. Du hast hier Vakuum und wie schnell wirkt Wasserstoffwasser in Bezug auf, in dem Fall war es Wolwigwasser, also ganz normales Wasser, das jeder kennt. Mir war wichtig, dass es jeder kennt. Wolwigwasser kennt jeder und Wolwigwasser ist repräsentativ für die meisten Leitungswässer
da kann man jetzt wieder drüber streiten, aber das kennt wenigstens jeder. Und mir nur zu zeigen, wie reagieren die Nierenzellen, wie schnell wachsen die zusammen, werden wieder zum gesamten Gewebe. Und dadurch, wenn der Gewebe wieder komplett ist, kann es natürlich Zellversorgung, Zellausgleich, Zellkommunikation, kann es einfach wieder wesentlich besser wirken, weil wir so viele super Anwenderberichte haben. Und das heißt also, das, was wir jetzt gleich sehen, zeigt eine beschleunigtes Zellregeneration. Heilprozess. Ja, Zellregeneration. Gut, also wenn wir irgendwelche Baustellen hätten, kann man sagen, das könnte jetzt uns zeigen, dass Baustellen schneller saniert werden. Das zeigt es. Gut, dann das lassen wir das mal laufen. Das ist kein Konjunktiv mehr. Das ist schon. Und schauen uns das an. Ja, über 12 Stunden. Also rechts ist das Wasserstoffwasser. Ist jetzt aus 12 Stunden zusammen geschnitten. Der Ton vielleicht noch. Ich stelle jetzt den Ton mal ab, dass wir und das so sieht man anschauen. Auf der rechten Seite, es wächst viel schneller zusammen. Ja, wie viel schneller war jetzt das? Ja, 20-30% in dem Bereich. Wächst viel schneller zusammen und dadurch hat es einfach eine höhere Effektivität. Und du hast halt jetzt 12 Stunden, reden wir davon, aber wir reden ja von einem ganzen Leben, dass das Wasserstoffwasser einfach wirkt. Genau, und das haben wir halt so zusammengeschnitten. Gut. Also mir geht es nur darum, dass ich sage, viele kleine Bestandteile sind wirksam. Und das ist die Ernährung natürlich, aber auch da reden wir immer von Wasserstoff, von freien Wasserstoff, das da drin ist, in diesen basischen Gemüsen. Aber hier habe ich einfach zellbiologisch den Nachweis und ich habe 2019 auch schon einen Versuch gemacht mit dem Professor Dartsch. Da geht es um das Thema Regeneration und natürlich, je schneller ich regeneriere, und das haben wir hier, die beiden Studien, die sind beide auf der Homepage jetzt drauf. Und das, was ich dir hier zeige, das hat der Professor Dartsch gemacht, das hat noch nie einer gemacht mit Nierenzellen. Die muss man kultivieren, das muss man anlegen und das sind streng wissenschaftliche Vorgänge. Ja, ich habe es jetzt hier, und er schreibt auch da im Schlussfolgerung, bei regelmäßigem Trinken des Wasserstoffwassers kann es zu einer höheren körperlichen Leistungsfähigkeit mit größerem Wohlbefinden sowie einer verbesserten Abwehr von Fremdkeimen, mikrobielle Pathogene im Blut führen. Ja, ja. Und das finde ich jetzt eben noch spannend, weil genau diese mikrobielle Pathogene, die werden ja glücklich, wenn sie einen Wasserstoff kriegen. Und dann sind sie ja befriedigt und nicht mehr aggressiv. Ja, es neutralisiert es halt auch. Ja, eigentlich richtig. Ganz einfach, oder? Ja, absolut. So ist es halt. Aber du hast ja schon gesagt, es ist nicht patentierbar, es ist nicht limitierbar. Aber das ist mir alles wurscht. Entscheidend ist, es wirkt, es funktioniert und es ist nachgewiesen. Und meine Leute, wie lange? 6 Jahre machen wir schon das mit dem Wasserstoffwasser. Und jetzt nach 6 Jahren ist das ja die erste Sendung, die ich richtig drüber mache, wo ich sage, okay, liebe Leute, wir haben so viel Feedbacks, wir haben so viel gute Rückmeldungen, aber auch, und das war ja vorhin schon mal, aber auch schlechte Rückmeldungen, weil halt die Leute denken, das ist halt dieses Furchtbare in der heutigen Zeit, diese einfach schnell unkompliziert Spritze, ich trinke Wasserstoffwasser und alles ist gut. Ja, dann überschlägt es manchmal die Leute, weil es einfach überdosiert sind. Wenn einer in diesem Magen-Darm-Bereich ein Problem hat oder vor allem im Amalgam-Bereich, der verträgt es nicht. Also da gibt es Leute, die trinken dann gleich einen Liter und dann haben sie ein Déjà-vu-Erlebnis, dann haben sie irgendwelche Würden. Und warum? Weil wahrscheinlich dieses Amalgam hat eine Ladung. Wahrscheinlich eine positive Ladung. Und jetzt kommt das Wasserstoffwasser mit Minusladung, es neutralisiert es und ich trinke es. Ja, aber sagen wir mal, darum ist das Entscheidende, erst sauberes Wasser, weil ich sage immer zu den Leuten, du musst erst schauen, dass aus dem Bindegewebe frei wird, dass der Müll rauskommt. Da bin ich der große Freund vom Dr. Probst. Probst, die sagt ja immer, Leute entmüllen, entgiften, entschlacken. Und wenn die Zellentgiftung, und da rede ich über Zellentgiftung, dann kann die Zelle, tut es ins Bindegewebe. Und wenn das Bindegewebe aber noch vermüllt ist oder noch belastet mit Giftstoffen, dann reagiert es. Und darum ist es, und das ist der Unterschied zum basischen Wasser, da tust du null entgiften. Da hast du den ganzen Müll noch drin im Wasser. Und mir ist aller Nummer eins ist sauberes Wasser, dass der Müll einmal aus dem Bindegewebe rausgeht.
weil dann kann ich das Zellgift auch wieder entsprechend raustransportieren. Aber da braucht es halt manchmal Geduld und ein bisschen Zeit und das ist immer individuell. Darum kann man nicht sagen, Wasserstoff ist super, ist ein Wundermittel. Natürlich ist es das, aber du kannst, je nachdem wie weit der Patient ist oder der Mensch ist, und jeder Mensch ist einmalig in seinem Körper, in seinem Krankheitsverhalten. Du weißt ja oft nicht, wo der Hund begraben ist. Leute wissen es ja nicht immer. Ich habe noch die ganzen Krebskrankheiten angeschaut. Bei Frauen und Männern immer Brust und Prostata, dann Lunge und Darm. Und Darm und Lunge, das sind die Haupttodesursachen, da spreche ich von 50% aller Krebserkrankungen. Diese Gewebe werden halt sehr wenig in Anspruch genommen und darum wirkt es da auch oft unwirksam oder unmerklich, aber es funktioniert, klar, definitiv. Mhm. Ich sage das auch immer so, Nahrungsmittel sind dazu da, uns zu ernähren, ja, und Wasser ist dazu da, die Nährstoffe der Nahrung zu transportieren. Ja, ja, klar. Und ich meine, klar kann man jetzt aus Wasser auch noch ein Nahrungsmittel machen, wenn man es jetzt anreichert mit Wasserstoff. Aber eigentlich müsste ja diese Aufgabe die Nahrungsmittel eigentlich machen, ja, uns mit Elektronen zu versehen. Das heißt, ein guter Apfel müsste eine starke Minusredox haben, einen starken Anteil vom Wasserstoff. Genau, das kann ich ja messen. Ja, das können wir locker messen. Das kann man messen, aber wir haben ja heute die Nahrung, ist 80% degeneriert, die Supermarktnahrung. Und wo haben wir das noch drin? Fast nirgends. Und darum musst du ja die Leute anschauen, das Elend wird ja immer größer. Die Leute gehen auseinander und sie nehmen nur noch Füllstoffe zu sich, damit sie so halb gelähmt sind. Und schau dir die Körper an. Klar. In Amerika. Aber bleiben wir beim Wasserstoff. Weißt du, ich finde das ganz wichtig, weil wir glauben immer, wir essen einen Apfel wegen dem, aber dass wir eigentlich sehr vieles aus dem Apfel wegen dem letztendlich verwertbaren Wasserstoff zu uns nehmen, ist meiner Erachtens noch nicht ganz klar durchleuchtet. Das weiß kein Mensch. An das denkt kein Mensch. Also in die Zelle reinkommt jetzt wirklich nicht der ganze Apfel rein, um Energie zu produzieren, sprich ATP, sondern in die Zelle reinkommt eigentlich nur der Wasserstoff, der mit Sauerstoff zusammen reagiert. Der Wasserstoff, das ist das Einzige, was der Körper braucht. Und darum ist ja, sagen wir mal, da kommen wir auf noch eine Folie mit Vitamin A, B, C. Wasserstoff ist das einzige Gas. Alle anderen, zum Beispiel Vitamin C, hat die Formel C6H8O6. Ja. Vitamin E hat die Formel C29H50O6. Und deshalb ist es wichtig zu wissen, dass einzig der Wasserstoff das ist, was keine Nebenwirkungen haben kann. Da haben wir, jetzt haben wir es gar nicht da. Man macht red nur weiter, ich bin am Suchen. Nee, die ist da nicht drin. Ach so. Da ist es ja drin. Genau, weißt du doch. Da ist es drin. Und da sieht man jetzt zum Beispiel, Vitamin C hat molekular das Gewicht pro Molekül 176 Gramm, Wasserstoff nur 2. Aber nochmal, C6H8O6 heißt, nur der Wasserstoff ist wirksam bei Vitamin C. Und wenn der Körper braucht den Wasserstoff. Und wenn er jetzt, du überdosierst das Vitamin C, dann hat er die Formel beispielsweise C6H4O6. Also der Wasserstoff ist weg und dadurch wird es selber zum freien, schwachen Radikal. Und darum ist eine Überdosierung oder Vitamin E, da siehst du 431 Gramm pro Molekül, ist natürlich 200-fach so groß, auch geht es um die Zellverfügbarkeit, um die Blut-Hirn-Schranke. Und die Formel bei Vitamin E ist C29H50O6. Also wenn ich Vitamin E sehr hoch dosiere, dann habe ich auch einen Schaden drinnen, weil nur der Wasserstoff das Interessante ist. Also habe ich selber wieder ein bisschen einen Abfall produziert. Und darum ist eine Überdosierung zum Beispiel von Vitamin E einfach führt zu Nebenwirkungen. Und da greifen natürlich die Pharmafreunde ein und sagen, ja, ja, wenn du das überdosierst, dann ist es schädlich. Da haben sie recht damit. Und darum ist einzig der Wasserstoff das, was der Körper hat und wo nichts fehlen kann. Weil wenn du C6H30 hast, O6, C29H50O6 und C29 und O6 und der Wasserstoff weg ist, dann hast du selber eine Nebenwirkung, eine negative Nebenwirkung. Also muss man da gut aufpassen. Und darum ist einfach der, je sauberer, je weniger, umso besser ist. Und Vitamin C ist halt annähernd
aber der freie Wasserstoff ist das Hochwirksamste. Das ist das Einzige, was definitiv rein von der Chemie her keine anderen Stoffe bei sich hat, die dir dann auch schaden. Das heißt, dass also statt hochdosiertes Vitamin C sich zu nehmen, was auch sehr oft empfohlen wird, wäre es eigentlich fast optimaler. Wir würden eigentlich Wasserstoffwasser also trinken. Es ist nachgewiesen, wenn du Wasserstoff hast mit 1,6 ppb, also 1,6 ppm, dass es dann wirksamer ist wie 100 Milligramm Vitamin C. Das steht bei uns auf der Homepage, das kann man nachweisen. Das wäre jetzt zu kompliziert, aber definitiv Wasserstoff, Wasser. Diese zwei Vergleiche noch schnell ein gutes Wasserstoff-Wasser, sagen wir mal, ein ordentliches Wasserstoffwasser. Es gibt ja viele Anbieter mit 1,6 ppb. Das ist eine Sättigung, die du erzielst nach 5 oder nach 10 Minuten und beim Lourdes nach einer halben Stunde. Diese hohe Sättigung, die ist so wirksamer wie 100 Milligramm Vitamin C. Also ein Glas davon, ein Glas Wasserstoff. Ein Glas, genau. Im Verhältnis zu 100 Milligramm. Ja, ist der Wasserstoff wirksamer. 100 Milligramm. 100 Milligramm Vitamin C. Ich glaube, ich nehme jetzt immer so 2-3 Gramm pro Tag Vitamin C. Meinst du reines Vitamin C? Reines Vitamin C. Ja, es ist schon eine Injektion dann. Okay. Gut, also wobei, müssen wir beim Wasserstoffwasser nicht nur ein Glas, sondern glauben wir mal 2-3 Liter trinken, oder? Ja. Also, du musst normal immer Körpergewicht, also die Idealform ist ja Körpergewicht mal 0,035 Wasser trinken. Und wenn du reines Wasserstoffwasser trinkst, sag ich mal so wie ich, weil ich lebe nicht sehr gesund, aber dadurch, dass ich das jeden Tag trinke, fehlt mir einfach nichts. Weil du die überzugeführte Übersäuerung aus einer, sagen wir mal, nicht optimalen Ernährung ausgleichst, diese fehlende Elektronen ausgleichst durchs Trinken vom Wasserstoffwasser. Definitiv, ja, ja klar. Und die Übersäuerung, also wenn ich gerade Sport mache, ich merke es halt extrem im Sport, in der Regeneration. Wir haben das auch schon bei Leuten in der Fußball-Bundesliga, auch in der Champions League im Einsatz. Aber ich weiß natürlich, wenn ich das jetzt groß publik mache, dann wäre ich massiv angegriffen. Ich brauche jetzt noch ein bisschen mehr Studien, aber es wirkt und das ist für mich die große Satisfaction. Wie gesagt, ich habe weltberühmte Trainer, weltberühmte Sportler, aber die gebe ich jetzt noch nicht zu Preis. Ja, ich verstehe es auch. Aber es ist natürlich schön, das Feedback zu haben, dass die Leute alle sagen, ach super, passt mir. Und das ist natürlich schön. Ist kein Dopingmittel, ja. Nee, aber es ist, also ich merke es, ich gehe ins Fitnessstudio und ich regeneriere natürlich viel schneller. Und wenn ich mal beim Feiern bin und die Jugend liegt dann eher unterm Tisch, aber am nächsten Tag ist der Alte wieder fit. Klar. Und das ist schon. Das taugt mir. Also. Ja, auch da wieder, du hast Leistung abgerufen oder kommst vielleicht auch in einen Bereich rein, anaeroben Bereich rein, Übersäuerung, trinkst Wasserstoffwasser, diese Übersäuerung wird gleich wieder ausgeglichen. Und da muss ich ja natürlich jetzt auf Quellen verweisen. Es gibt das MHF, Molecular Hydrogen Foundation, und da sind die ganzen wissenschaftlichen Studien drin. Es gibt ja über Wasserstoff noch sehr, sehr wenig Literatur. Aber auch diese wenigen, wir reden von ein paar Tausend, oder? Ja, ja, klar. Also es gibt ungefähr gut 1000 Studien und 1600 Wissenschaftler, die daran forschen. Das ist aber immer noch relativ dünn. Aber das MHF, Molecular Hydrogen Foundation, und das Geniale, jetzt muss ich mal Google loben, was ich jetzt sonst nicht so gern tue, aber bei Google gibt es den Punkt, da kannst du reingehen und dann übersetzen dir diese auf Deutsch. Ja. Und da haut es sich um. Also ich habe jetzt neulich nur mal auf die Schnelle im MHF gegoogelt und da habe ich allein 97 Nachweise. Und da sind wir jetzt beim Sport über Fußballspieler, die einfach wesentlich schneller regenerieren. Und das ist mein nächstes Projekt mit Fußballmannschaft oder mit Leistungsmannschaften, den Nachweis zu machen. Also das ist, ich habe ja immer Visionen innerhalb des nächsten Jahres. Mhm. Werden wir das sauber definieren, irgendwie mit der Nationalmannschaft wahrscheinlich oder mit der Fußball-Bundesliga-Verein. Das ist natürlich immer ein heißes Gebiet, weil natürlich unsere Götter in Weiß. Aber ich bin dann schon so weit, dass wir das hinkriegen. Und da werde ich den Nachweis bringen, dass es funktioniert. Ist für mich völlig außer Frage, weil die Studien da sind, die eigenen Erlebnisse, die Kundenfeedbacks. Und dann muss man halt, wenn ich das versuche, einer großen Masse zugänglich zu machen, weiß ich natürlich, dass ich angegriffen werde, und zwar massiv. Von der anderen Seite, und darum bin ich sehr vorsichtig. Aber heute kann ich sagen, also es wird funktionieren, die Studien sind da und darum machen wir auch die Sendung jetzt, dass wir sagen, das die Geschichte, die sitzt. Es hat einen wahnsinnig gesundheitlichen Vorteil, aber individuell zu dosieren.
Ich habe auch ein Buch dazu gelesen, wo wirklich ein Arzt es auch mit Studien belegt hat und Tests an Patienten, speziell bei schwerkranken Patienten mit überragendem Erfolg. Und deshalb auch gleich ein Hinweis an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Diesen Punkt sollten Sie irgendwelche gesundheitliche Probleme haben, vielleicht einfach mal mit Ihrem Arzt kurz zu besprechen, in der Hoffnung, dass er schon etwas weiß über das Thema Wasserstoff. Und wieso sollte man nicht Wasserstoffwasser trinken, um den Genesungsweg zu beschleunigen oder zu unterstützen? Das heißt nicht, dass Sie jetzt irgendetwas verzichten sollten, was Ihnen der Arzt empfohlen hat, aber vielleicht sollte man es einfach integrieren, weil Wasserstoff ist wirklich das ist der Kern und der Schlüssel zur Energieproduktion. Ja. Und jede Krankheit ist Energiemangel, das muss man so sagen. Und das kann ich jetzt noch mal einhaken ganz zum Schluss. Gerade in der Regeneration nach Krebsoperationen, nach Operationen aller Art, ist es ganz, ganz entscheidend, das haben wir jetzt gerade bei dem Video gesehen, dass es einfach schneller, besser funktioniert und ohne Nebenwirkungen ist, gerade nach Krankheiten und Operationen. Da ist es nachgewiesen. Also die Studien kann man gerne einsehen. Ich versuche es nach Deutsch zu übersetzen. Das ist der entscheidende Hinweis. Danke. Ebenfalls, lieber Erich Meidert. Noch die letzte abschließende Frage für die Zuschauerinnen und Zuschauer, sagen, ja, das war jetzt alles logisch, alles klar. Gibt es irgendwie noch Quelle, eine Plattform, wo ich mich noch mehr schlau lesen kann dazu? Ja, bei unserer Mr. Water Homepage, da haben wir die einfache Version, zum Beispiel, warum ist der Gepard, wird er nur 10 Jahre alt und warum wird der Elefant und der Schildkröte 150 Jahre alt? Die Antwort gibt es dann in der nächsten Sendung. Oh, jetzt bin ich gerade am Studieren. Sie vielleicht auch? Dann bleiben Sie einfach dabei. Wir machen selbstverständlich noch weitere Sendungen über dieses Thema Wasserstoff, weil es einfach wirklich höchste Zeit ist, dass wir dieses Thema thematisieren. In diesem Sinne, alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.